Liebe Handwerkskolleginnen, Handwerkskollegen, wie es um das Handwerk steht, wissen wir selbst am besten. Aber wie geht es anderen Berufsgruppen? Wir haben uns ausgetauscht mit dem Präsidenten und auch mit dem Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer von Sachsen. Wir stellten schnell fest, dass beide Berufsgruppen ähnliche Belastungen erfahren. Wir brauchen eine nationale Strategie, die zu einer Öffnung der Wirtschaft auch wieder führt. Wir haben einen gemeinsamen Gesprächstermin beim Ministerpräsident Kretschmer angefragt, um Optionen zu beraten. Um den dringend benötigten Neustart ging es auch in der Videokonferenz mit dem Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk, Staatsministerin Klepsch und auch Wirtschaftsminister Dulich. Die Öffnung der Friseure und Kosmetiker hat weiter für uns oberste Priorität. Ein handfester Plan für den Lockdown-Ausstieg muss folgen. Click und Collect ist ein Thema. Unbefriedigend und frustrierend der Stand der Überbrückungshilfen 3. Trotz Zusagen seitens der Regierung ist dies immer noch nicht möglich. Das ist ein Armutszeugnis für Bund und Länder. Daher fordern wir erneut mit Nachdruck, dass diese Hilfen umgehend unbürokratisch fließen müssen. Wir bleiben dran, denn das Handwerk hält zusammen.